da sind wir wieder zurück zu Star Wars. Ja, ja, Flashpoint beendet. Ja, und wir sind jetzt hier irgendwie und machen da oben die Quest noch. Genau. Genau. Ab geht's. Immer geradeaus. Genau. Ja, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht. Oh, da ist noch einer. Ja, der Eschka-Jäger. Der hat hier vorhin die ganze Zeit schon gekämpft. Den habe ich die ganze Zeit schon so ein bisschen beobachtet beim Essen. Jo, da fahren wir über je. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man hier drinnen nicht doch darf man. Gott sei Dank. Ja, maximal Sicherheitspassage. Voll durchgleiten, würde ich sagen, auch wenn sie uns angreifen, nicht stehen bleiben, nur wenn sie einen runterschießen. Boah, erstmal gucken, wo wir lang müssen. Rechts. Rechts, da wo der Daumen links ist. Wenn wir hier schon gleiten können, dann bleibe ich mit Sicherheit nicht stehen. Guck, da steht auch jemand. Außerdem haben wir kurz fast schon Level up. Ja. 44. Also dann haben wir anderthalb Level durchgehauen in ja paar Minuten hier. Vorkommen paar Minuten. Ist schon halb 10. Ja, schon. Kommt einem vor wie paar Minuten gespielt, ja. Ja, eben also bei Star Wars. Quests machen, ein paar Quests abgeben, bumm. Ja, Flashpoint, Tag rum. Ja, also das ist schon Hammer, ne? Und wir spielen jetzt schon extra immer eher, ja. Um dass wir mehr schaffen. Ja, guck, ich würde mal sagen, rechts von uns ist eine republikanische Basis hier. Ne, ich glaube, da hinten steht nur so ein Reparaturmännchen. Ja. Ausgrabungstransportzentrum. Oder Ausgrabung-Transportzentrum, dass man da durch reinfahren muss. Ich vermute, dass das da ist, ja. Dann lass uns da mal hingurken. Genau. Oh, eine Elite. Sieht ja cool aus. Ja. Aha! Sind wir hier schon richtig? Ne, wir müssen einen höher. Ja, wir müssen höher, wollte ich gerade sagen. Irgendwas ist jetzt falsch hier. Ja, hier müssen wir hoch. Die sind aber auch feindlich. So, hier außen rum. Und dann, ja, hier ist ein Flugpunkt. Ja, wunderbar. Endlich haben wir ihn gefunden. Ja, das ist doch mal so, muss ich das... Ah, das sind die Teleporter. Das sind keine Flugpunkte mehr. Ja, genau. Das ist ein neues Taxi-Terminal entdeckt. Ja, können wir aber nicht verwenden. Schade. Genau. Hier haben wir aber auf jeden Fall erstmal hier einen Sanitätsdienst. Alles reparieren nochmal. Auch für die Begleiterin kann man immer mal gut gebrauchen. Ja, und den ganzen anderen Crepe hier, den können wir auch schon mal verkaufen. Ja. Oh, ich habe die Level 45er gekriegt mit Absorbierung. Ich glaube, die ziehe ich die Tussi an. Echt? Ja. Ja, warum nicht? Sie sind einsatzbereit. Hat sie zwar ein bisschen Absorb drauf, ist doch scheißegal. Ja. Was geht denn bei ihr runter, Gefährte? Ach, kann sie ja noch gar nicht tragen. Wir sind ja noch gar nicht 45. Na gut, dann lege ich es erstmal an der Seite. So. Ja, und wir haben ja letztes Mal nochmal hier auch nochmal ganz kurz zur Erklärung hier unten auf die Erscheinungsbild anpassen und hier die Farbe draufklicken und dann sehen die Charaktere gleich aus. Von den Farben her ist angenehmer. Der Andi hat das auch gemacht, dass seine Tussi angenehmer aussieht und er auch. Genau. Ist schöner. Muss man einfach so auf sagen. Auf jeden Fall, also das sieht viel geiler aus wie vorher, wenn man mit dem bunten Zeug da rumgelaufen ist. Also gerade hier beim Soldaten merkt man das extrem. Ja. Und der Helm war vorher weiß mit so einem komischen Strich dadurch. Und jetzt sieht er schon richtig cool aus. Muss man wirklich jetzt mal sagen. Ja, dieser Reisepunkt war in dem Sinne für nichts, aber naja. Für die Katz kann man auch nicht sagen. Wenn man den zweiten findet, kann man schneller reisen. Also. Definitiv, ja. So, wir müssen jetzt erstmal hier rechts. So, meine Maus, die spackt wieder hier rum. Die hast du noch gar nicht so lange und spackt rum. Dürfte eigentlich auch nicht sein, weißt du das? Ja, das ist bestimmt wieder Asche oder so drunter hier, oder ein Härchen. Wollte nämlich gerade sagen, ey, wenn das jetzt schon wieder bei dir anfängt, dann würde ich sie einschicken, echt. Ja. Aber wie lange hast du die? 6 Monate? 8 Monate? Ja, wenn es hochkommt. Also länger hast du sie ja auf gar keinen Fall. Links. Ja, fahr mal links.
Die können wir auch komplett durchgleiten. Finde ich cool. Macht angenehm, Laune. Auf jeden Fall, ja. Besser wie dich durchkrebsen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Quest. Staubeffekten finde ich geil. Am Gespräch beteiligen. Guck mal. Oh. 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 Ja, da guck ich aber blöd. Alles klar, Mechel Wuba. Ja, du mich auch. Mann, warum sind die so feige und müssen immer über das Holo sprechen? Boah, er sieht echt scheiße aus, der Typ. Ja. Repariere Steuerleitzentrale, so. Ah, da fahren wir jetzt eh lang, okay. Na, ist klar. Das liegt auf dem Weg, praktisch. Ja, aber gar nicht schlecht, dass man hier unterwegs noch eine Quest findet. Haben Sie mal mitgedacht? Auf jeden Fall. Ja, und hier gibt's mit Sicherheit noch so einen Reisepunkt. Mit Sicherheit. Zum imperialen Energiezentrumstransporter? Nein, zum imperialen, nein. Maximal. Oh, hier muss ich hin. Ja, aber ja, da sind ja Transportzentrum, aber das sind alles Imperiale, ne? Republikanischer Sanitätsdienst, ganz, ganz oben wahrscheinlich. Da müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir das komische Ding da ein bisschen anklicken. Genau. Knöpfe drücken. Knöpfe. Wir drücken gerne auf Nippels. Ja, ja, die töten wir hier erstmal. Nippel, der hat Nippel gesagt. Oh ne, warte, die brauchen wir nicht. Ja, das ist egal. Da haben wir 5000 Klicks mehr. Nur wegen Nippel. Doch, 2 von 15. Das sag ich ja, die brauchen wir. Ja. Mal hier. Dann mach du mal da weiter, ich repariere. Ja. Schweißen. Ich bin am Schweißen. Hat's bei dir gezählt? Ja, abgeschlossen. Dann haben wir hier rumlaufen. Ein Todesschläger. Nee, ein Todesschlag. Ein toter Totschlag. Ein toter Todesschlag. Jetzt wollte ich schon versuchen, deine Attacke zu unterbrechen. Oh lol. Das sah auch komisch aus. So. Credits, hier nochmal Knöpfchen drücken. Also ich bin gespannt, Leute, wie es wird ab 50. Ja. Ich freue mich so maßlos schon, weil das Ziel kommt immer näher. Und man muss ja wirklich sagen, wir haben es nicht gespielt, Leute. Nee. Also wenn wir Level 51 in dem Sinne auf dem Weg dahin sind, ist das auch das erste Mal für uns. Er noch versucht zu flüchten, ne? Ja. Hast du es repariert? Ja, hat er. Nee, hier. Das Ding noch. Upsala. Na, ah, ich hol mir die Akku. Okay. So, das haben wir. Sehr schick. Feuer, der, den und Kolbenstoß. Da. So. Ja, Mann. Aber meine Kira, die macht echt mehr Schaden, also. Ja, das ist auch angenehmer mit der, so leid es mir tut. Definitiv. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Auch wenn der andere stylisch besser aussieht. Das muss man eindeutig sagen, aber das ich hätte... Passt auch schon allein wegen den bösen Antworten her und so, finde ich. Also ich hätte auch lieber meinen Roboter, wenn ich ganz ehrlich bin, aber, weißt du, diesen riesen T3, blablabla. Ja, ja, ja. Aber was halt nicht ist, ist halt nicht, ne? Weil der ist optisch, ist der auch cooler. Jawohl, ja. Da habe ich neue Dingens erreicht. Treukanone. Vernächtnis. Steckte Energierelais zerstören. Ja, Vernächtnisstufe 5 sind wir jetzt schon. Respect. Okay, da ganz rechts haben wir wieder einen Transporter. Ja, dann lass uns erst dahin. Dass wir den auch nehmen. Das war, wenn wir hier unten nochmal hin müssen. Ja, wir müssen jetzt eh gleich hier rechts runter und links hoch ist dann halt unser Stützpunkt. Ja. Also hier musst du irgendwie rein. Nee. Ja, aber. Dann weiter. Die Straße hier entlang. Strache.
Ich dachte hier nicht draußen. Ich finde das mit diesen, wir müssen jetzt hier diesen ganzen Kleinigkeiten, und das ist das, was ich einfach nicht verstehe in diesem Spiel, dass das so schlecht angekommen ist. Hier gibt es so viele Kleinigkeiten, die so beeindruckend sind. Ja. Wie dass die Köpfe sich bewegen und dies und jenes. Guck mal an. Ja. Und jetzt können wir uns nämlich ganz schnell reisen. Ja. So ein Teleport in dem Sinne. Ach ja, hier drinnen kann man ja nicht gleiten. Das ist nämlich auch cool, dieser Teleporter. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft in diesem Spiel. Ja. So, jetzt hier geradeaus Runde. Und wenn sie davon zu viele eingebaut hätten, dann wäre es ja auch langweilig. Ja. Na, und dieses Gleiten mit diesem schnellen Reisen ist ja schon cool. Man auf jeden Fall, ist. Ja. Das Problem, was ich einfach immer nur sehe, ich hätte gerne mal mehr solche Riesentiere gehabt, wo man drauf reist. Ja. Das wäre richtig imbar. Aber mal gut, mal gucken, was sie mit 51 links bis 55 gemacht haben. Wo, was ich mir erhoffe, dass die Story weiterhin so interessant bleibt. Ja, und das hoffe ich auch. Und dass es nicht so träge und langweilig wird, ne? So wie bei den meisten Spielen, wenn sie Add-ons einfügen. Du hast Gefängnisnarben entdeckt. Ja, hab ich auch. Oh, eine Quest. Bonus wird aktualisiert. Besiege 15 von diesen EKES, die da vorne sind, diese hier. Mhm. Hallo Freunde. Boah, voll unterbrochen haben sie mich. So, vier. 4 von 15, ja. Nächste. Geil, der versucht die Bombe runterzukriegen. Ja. Das sieht so witzig aus für mich. Ich schieß mal doppelt so schnell sterben wie vorher. Ja. Jetzt wieder. Guck mal, wie der sucht. Ja, und die sind auch, na gut, die sind nur noch 42, 43 Mal sind welche, 42, 43. Aber man merkt es, wir sind eine ganze Ecke stärker mit Kira. Ja. Also ich weiß nicht, warum die Tussi so viel Schaden macht. Boah, Alter. Und du hast sie jetzt ja auch eine längere Zeit nicht ausgestattet. Ne. So. Hier haben wir noch welche. Jawohl, Besavis Vollstrecke habe ich Erfolg gekriegt. Ja, das heißt, wenn wir noch 900 von denen besiegen, dann gibt's ja, das sind Erfolge, wenn man Level 55 ist, dass man dann hier auf dem Planeten fährt und einfach alles ummöscht. Ja. Das sind solche Erfolge, wie halt in WoW, Anni. Man macht die mit Level 90. Jetzt. Jetzt schalte die ariarischen Stasiskammern aus, 0 von 5 Stasen, im Süden. Stasenkamera. Kam. Oh Mann. Da sage ich jetzt nicht zu. Was stand da? Stasiskammern. Na, ich wollte gerade sagen, weil die. Also Stasis, so. Ja. Heißt das dann wahrscheinlich richtig. Da haben sie dir aber ganz schön gedrückt. Da ist noch einer. Gut. Oh, meine Güte. Ja, gleich bin ich Level up. Ja. Ist das da oben nicht diese Stasenkammer? Könnte sein, ja.
Ja, da ist es. Und da steht auch ein Boss. Ja, und holen wir uns noch mal den Boss. Mein Freund, aber nicht mit mir. Na, du machst die Truhe, ich mach die Stasenkammer. Eins von fünf. Jo. Hier ist die nächste. Deaktiviere Stasenkammer. Die SS-Kammer. Wunderbar, ja. So. Schon sehr, ja, was, schon sehr komisch hier so eine Kammer. La 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 la. Bum 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 bum. Wo sind die nächsten? Da. Drei. Mal hier bleiben. Nicht, dass ich es nicht kriege. Ja, das war's. Ja. Ja, wir können hier noch weiter runter. Oh, da hat der Andi nicht viel Leben. Ach ne, das ist der Gegner. Da habe ich gerade dein Leben mit dem Gegner vertauscht. Okay. Ja, auf dieser Seite war nichts. Wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Ja. Hier habe ich nie gequestet. Das Gebiet kann ich mich nicht erinnern. Nee, ich auch nicht. Das habe ich nicht aufgepasst. Bin gerade so ein bisschen beeindruckt, dass ich hier noch nie war. So, waren wir die nächste Straßenkammer. Schon wieder was, ey. Ah, da oben. La 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 la. Dann haben wir vierer, richtig? Genau, dann brauchen wir noch eine. So. Haben wir eine noch. So, fahren wir mal hier weiter und gucken. Da haben wir sie. Na, perfekt. Warte eben auf dich. Kannst. Jawohl, ja. Aktualisiere. Mein Gott, ich habe keine Quest fertig. Naja, abgeschlossen, besorgt Drohnenschlunzerkennungsschip. Ah, der Boss ist hier vorne, den wollte ich gerade noch umklatschen. Mach mal gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja. Boah, wie der down geht, das ist so Wahnsinn. Ja. Also solltet ihr zu zweit spielen und ihr habt einen Jedi-Wächter dabei, der soll auf jeden Fall die Tussi nehmen. Ja. Okay, aktualisiere Bonusziel. Deponiere Drohnenschlunzerkennungsschip. Und zwar... Ja. Ja. Ja, ganz rechts. Durch den Gang durch. Und da oben ist auch nochmal ein Reisepunkt. Ganz rechts und dann da. Ja. Okay, dann da weiter. Genau. Gleich Level up, eine Gruppe noch. Ich habe auch noch ein bisschen mehr, ich habe noch ein bisschen weniger wie die Hälfte. Echt? Ja. Warum das denn? Keine Ahnung. Hm. Doppel XP ist immer noch an bei mir. Ja, erholt bin ich auch noch. Ja. Waren. Das ist komisch. Oder habe ich schon mehr Klassenquests abgegeben? Das kann natürlich das sein. Das kann sein, dass er eine Klassenquest mehr abgegeben hat. Genau. So.
Ja, dann sagen wir auf jeden Fall Ciao, Lowie, bis zur nächsten Folge bei Star Wars. Genau.